Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Tirol TV, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres TT Wandercup Magazins. Heute auf 2300 Meter, ziemlich genau. Das heißt also, die Luft wird auch für den Hupsi eher dünn, aber nicht für unsere Wandercup-Familie. Die ist reichhaltig und vielzählig erschienen. Und jetzt gehen wir alle gemeinsam ein bisschen auf die Sunneralben, die Aussicht genießen, den Riffelsee genießen, hinter uns die Bergpanoramen und natürlich auch noch ein bisschen Schnee auf dem Gletscher. Also ein echtes Naturerlebnis mit ganz viel Musik, wie es gehört, bei unserem Familienfest. Die mich so gerne musiziert und auf der Bühne steht, Harmonika und Volksmusik hab ich's dann probiert. Und wenn ich dann zum Tanzen spiel, da weiß ich, was ich bin. Das Leben und die Volksmusik, ein ganzes Leben. In die Berge bin ich gern. So, und jetzt habe ich einen ersten interessanten Ansprechpartner für euch, den Bernhard Fürutter, den Büroleiter der Riffelsee Bergbahn. Ich freue mich, dass wir zum zweiten Mal jetzt nach 2015 in deiner Amtszeit sozusagen hier sind. Und im Moment, wo wir miteinander reden, kommt die Sonne heraus. Das ist schon immer ein bisschen Wiegelwoggel, oder? Für euch als Veranstalter. Ja, fein, dass du da seid. Wir freuen uns, wie gesagt, das zweite Mal jetzt seit 2015, schon eine lange Zeit. Wie du richtig sagst, Wetter ist ein bisschen heute. Der Unsicherheitsfaktor, man lässt uns nicht rausbringen. Gerade scheint ein bisschen die Sonne, wie es ausschaut, wenn wir einen schönen Tag da heute verbringen miteinander. Wenn man sich hier so umschaut, wenn man rauffahrt mit der Gondel, die ganzen Almrosen hinter uns, ein Naturjuwel, der Riffelsee, ich glaube, es ist nicht der schlechteste Arbeitsplatz für euch. Richtig, ich sage immer, wir haben eigentlich den schönsten Arbeitsplatz, den es gibt. Da, wie du richtig gesagt hast, hinten der See, ein Traum. Wir haben ja nachher noch auf der anderen Seite vom Berg den Pitztaler Gletscher mit den höchsten Aussichtspunkt Österreich, das Café 3440, ab nächsten Samstag wieder geöffnet. Genauso eine einmalige Location und das ganze Gebiet, man muss es erleben, man kann es eigentlich nicht beschreiben. Ist es eigentlich schon immer so gewesen, dass im Sommer das auch als Wanderdestination auch gut etabliert war? Oder hat sich da in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen ein Trend in Richtung Sommerbergwandern und Bergsommer ergeben? Es ist ein Trend hin zum Bergsommer festzustellen. Wir haben zwar diese Kompetenz schon von Anfang an, also die ersten Touristen in Pitzel waren die Sommertouristen, aber es hat sich in den letzten Jahren erfreulicherweise gezeigt, dass der Sommer immer wichtiger wird und die Leute diese Natur wieder zu schätzen wissen. Was man jetzt nicht weiß, wenn man noch nie da war, ist, dass es hier auch Flussfahrten gibt. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal von uns in Pitzel, sage ich, am Riffelsee. Wir haben da einen Naturfluss hingebaut, das haben wir selber zusammengebaut. Und das fährt ganz nachhaltig mit einem Elektromotor und es ist ein ganz tolles Erlebnis, das muss man unbedingt mal selber erlebt haben. Sicherheitshalber, bevor ich mich auf das Floß begib, wie viel Grad hatten, glaubst du, der Riffelsee heute? Nein, das zum einen Hupfen war kein guter Tipp, also der hat jetzt heute, wir haben es noch früher gemessen, 8,5 Grad. Aber nachdem jetzt ihr das Floß selber zusammengezimmert habt, wird es auch mich halten. Ich freue mich, dass wir da sein können. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Nachmittag. Ich würde sagen, wir hochen wieder ein bisschen Musik. Genau, schönen Nachmittag alle miteinander. Wir sind alle ganz begeistert, wir freuen uns und ich darf dich, wie sich's gehört, um ein paar Grußworte für unsere TT Wandercup-Familie von Seiten der Gemeinde St. Leonhard bitten. Ja, gerne. Ja, zuerst einmal, es freut uns natürlich, dass ihr bei uns zu Gast seid. Dankeschön, dass ihr dahergekommen seid. Danke aber an alle, die sich heute Zeit genommen haben, die dahergekommen sind. Der Wetterbericht war nicht so gut, aber trotzdem muss ich sagen, es scheint anzuhalten. Also von dem her können wir alle dieses herrliche Panorama, diese herrliche Bergwelt auch genießen. Ja, Erfolgstouristiker, wohin man hier auch blickt. Jetzt habe ich einen neben mir stehenden Ottmar Weiser, DVB-Vorstand hier im Pitztal. Ich glaube, du als auch Bergsteiger, als Bergläufer, Passionierter, hast hier auch den sportlichen Aspekt, der im Pitztal sich etabliert hat, vorangetrieben. Ja, vor vielen, vielen Jahren habe ich dazu mal schon das ein bisschen erkannt, dass das ein Trend werden könnte. Das ist so geworden, ob das heute der Pitztal-Gletschermarathon ist, der jetzt am Sonntag stattfindet, wo wir steigende Teilnehmerzahlen haben. Jetzt muss ich gleich fragen, ich habe gehört dem Vernehmen nach, dass man hin und wieder auch den Ottmar da um den Riffelsee laufen sieht. Und was ist denn so die Uhrzeit, bei der du das am liebsten machst? Weil ich glaube, dass du auch ein ziemlich viel beschäftigter Mann bist. Ja,
Also ich trainiere gern vormittags, gell? Ziemlich in der Früh schon, je nachdem, was ich für Distanzen laufe. Was den Riffel so eindrucksvoll macht und so begehrt, ist einfach auf dieser Höhe oben, auf 2300 Meter, kurz Höhentraining. Wenn man da rund um den See kann man wunderbar trainieren. Das ist jetzt wirklich ein Tipp für viele, viele. Das weiß sogar das österreichische Nationalteam, also entweder Krütei oder Baich am Riffelsee. Alles über 2000 Meter ist, glaube ich, gut für die Ausdauer und vor allem natürlich auch für die Sauerstoffzufuhr. So ist es. Ich meine, ich bin kein Sportmediziner, nicht? Ja, ich auch nicht. Aber auf jeden Fall sind das die Tatsachen, ja. Darum hört man immer wieder diese Höhentrainingslager, dass die einfach sehr, sehr wertvoll sind. Und vor allem, was wir natürlich da rundum haben, sind diese kalten Gebirgs. Bäche, Flüsse, Socken auszuziehen oder auch mit die Socken und da richtiges Kaltbad machen, richtig kalt kneipen, das wissen wir. Jetzt sieht man es auch bei unseren Wanderinnen und Wanderern, die haben heute wahrscheinlich auch zwischendurch die Socken ausgezogen, um ein bisschen zu kneipen und natürlich die Musik beim Familienfest zu genießen und ich würde sagen, die genießen wir jetzt auch gemeinsam. So wie zusammen im Gebet gibt es Akzent im Leben, es geht uns immer wieder was nach dem, dann spürst du, wie dein Blutdruck steigt, es zittern deine Hände, dann ist es doch viel besser gleich. Herz. Wir haben Tiroler Herzen. Applaus, bitteschön. Wir schauen hinab von hohen Bergen auf deine Täler tief im Grün. Der Himmel da so wie ein Adler, wo dieser ah, da sieht man es. Bei uns gibt es keine Fake News. Hinter uns ist wirklich ein Floß am Riffelsee unterwegs. Was für ein toller Wandertag mit der TT Wandercup-Familie hier im hinteren Pitztal am Riffelsee. Und wir packen schon unsere Rucksäcke für die kommende Woche, denn da geht's nach Kitzbühel und darauf freue ich mich schon sehr. Und ihr seid, wenn es gut geht, auch wieder mit dabei. Alles Liebe!